Heute geht es um zwei Wirklichkeiten. Zwei Wirklichkeiten, in denen wir leben. Es gibt ja bekanntlich Strategien und Konzepte, mit denen wir neue Wirklichkeiten schaffen können. Und wenn ich sage Wirklichkeiten, dann meine ich das Schaffen einer selbstgewählten Zukunft, deiner selbstgewählten Zukunft. Die Kraft des menschlichen Verstandes, die ist wirklich immens. Und die meisten Menschen haben überhaupt keine Ahnung, welche Kraft tatsächlich in ihnen steckt. Sie haben keine Ahnung, wozu sie eigentlich fähig sind. Du bist hier, um die mächtige Kraft, die du besitzt, hier oben zwischen deinen Ohren immer mehr zu erkennen und zu nutzen, um dir deine Wünsche zu erfüllen, um dir das Leben nach deinen Vorstellungen zu schaffen, ein Leben, in dem du dich rundherum wohlfühlst. Und um deine Zukunft nach deinen Vorstellungen zu gestalten, da musst du nicht wissen, wie die Prozesse genau funktionieren. Du nutzt die Kaffeemaschine, ohne genau zu wissen, wie die Elektrizität funktioniert. Du kannst dir die Grundlagen für das Nutzen deines Verstandes relativ schnell aneignen. Du kannst das hier bei uns in der Life Changers Mastermind Coaching Gruppe tun und lernen, wie du mit der Kraft des Verstandes ein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest. Und das Gestalten deines Wunschlebens ist vielmehr ein Erdenken, weil deine Gedanken und Emotionen die größte Rolle in diesem Prozess spielen. Wenn wir den 6-Schritte-Prozess des Erschaffens oder des Erschaffens von Wirklichkeit betrachten, dann finden die ersten 5 Schritte, die ersten 5 Schritte vom gesamten Prozess, die finden nur in deinem Kopf statt. Und erst der 6. Schritt im Prozess des Erschaffens von Wirklichkeit, der übersetzt dann sozusagen die Gedanken in das reale Leben. Ja, und wenn du das Spiel mit deinen Gedanken und Emotionen beherrschst, dann bist du in der Lage, ein Leben exakt nach deinen Vorstellungen zu schaffen. Der Grund, warum so viele Menschen das nicht schaffen, der Grund, warum der so viele Menschen daran hindert, ist, die meisten Menschen, die haben gar keine Vorstellung. Sie wissen gar nicht genau, was sie wollen. Sie haben ein unklares, verschwommenes Bild in ihrem Kopf. Und Klarheit über die Richtung, über das Bild in deinem Kopf, über die Richtung deines Lebens, ist der erste Schritt und gleichzeitig die Voraussetzung für den Prozess des Erschaffens deiner Zukunft. Klarheit erlangen wir in der Life Changers Mastermind-Gruppe im Schritt 1. Und liebe Freunde, liebe Mastermindler, Modul 1 ist die Grundvoraussetzung. Wenn du die wenigen Aufgaben im Modul 1 noch nicht abgeschlossen hast, dann gehe jetzt zurück und tue das. Zuerst brauchst du Klarheit. Was will ich? Wie stelle ich mir das Leben meiner Träume vor? Wie möchte ich gern leben? Und nicht nur so allgemein, auch für die einzelnen Lebensbereiche. Nehmen wir die Gesundheit. Wie gesund möchte ich gern sein? Wie energiegeladen und fit möchte ich sein? Wie sieht mein Körper aus, in dem ich mich wohlfühle? Für den Lebensbereich Familie. Wie stelle ich mir mein Familienleben vor? Welche Eigenschaften, welche Werte sind die Grundlagen unseres Miteinanders und welche Rolle spiele ich in dem gesamten Zusammenleben? Und wenn du noch keinen Partner hast zum Beispiel, dann solltest du dich wirklich fragen und Klarheit gewinnen, welche Eigenschaften sollte mein Traumpartner haben? Welche Wertvorstellungen, ganz, ganz wichtig, sollte mein Traumpartner haben? Welche körperlichen Merkmale sollte er haben? Und so geht's weiter mit jedem Lebensbereich. Job, Karriere, deine materiellen Wünsche, deine finanziellen Wünsche. Du brauchst Klarheit. Du brauchst wirklich ein klares Bild deiner Zukunft in deinen Kopf unbedingt. Das ist Voraussetzung. Also ohne Schritt 1, ohne Klarheit, da kannst du den Prozess gar nicht in Gang bringen. Und ich sag dir gleich warum. Weil dein Verstand einfach einen Anhaltspunkt braucht. Dein Verstand braucht ein klares Bild. Der braucht ein klares Bild in deiner Vorstellung. Der braucht eine Richtungsangabe, damit dein Verstand dann auch weiß, wo er dich hinführen kann. Ja, ohne Richtung kein Ankommen. Und dieses gedankliche Bild braucht dein Verstand in einer Form, die er versteht. Also der erste Schritt ist Klarheit. Das ist ein Muss, heute nur zur Wiederholung. Das ist ein Muss, um zu einem selbstbestimmten Erschaffer deines eigenen Lebens zu werden. Wer die Aufgaben im Modul 1 noch nicht vollständig beendet hat, geht jetzt bitte nochmal zurück zum Modul 1.
meine lieben Mastermindler, das ist die Voraussetzung. So, und heute möchte ich dir ein zweites, besonders wertvolles und gleichzeitig sehr hilfreiches Konzept vorstellen. Ein Gedankenkonzept, das dir wahrscheinlich sehr dienen wird. Die zwei Wirklichkeiten, in denen wir leben. Der Zusammenhang zwischen unseren Gedanken und unseren Lebensumständen, der wird deutlich, wenn wir die beiden Wirklichkeiten nebeneinander stellen und miteinander vergleichen. Jeder von uns, auch du und ich, wir leben in zwei verschiedenen Wirklichkeiten und das noch gleichzeitig. Wir leben in der äußeren Wirklichkeit, das ist alles, was du durch deine fünf Sinne wahrnehmen kannst, die Menschen da draußen, die Dinge, die Ereignisse, die Welt da draußen. Und gleichzeitig leben wir in unserer inneren Wirklichkeit. Das sind die Gedanken, Empfindungen, deine Wertvorstellungen und Überzeugungen. All das, was sich in deiner Welt da drin, da oben abspielt. In der Welt deines Verstandes. Und die meisten Menschen, die unterscheiden nicht zwischen diesen beiden Wirklichkeiten. Fast alle Menschen nutzen ihre innere Wirklichkeit. Und jetzt pass auf. Fast alle Menschen nutzen ihre innere Wirklichkeit als Spiegel der Ereignisse in der äußeren Wirklichkeit. Du wirst es gleich verstehen. Also die meisten Menschen, die unterscheiden nicht zwischen der inneren Wirklichkeit und der äußeren Wirklichkeit. Sie nutzen die innere Wirklichkeit als ein Spiegelbild der Ereignisse der äußeren Wirklichkeit. Ich erkläre es dir gleich. Wenn wir diese beiden Wirklichkeiten, also die innere Wirklichkeit und deine äußere Wirklichkeit, nicht auseinanderhalten, dann beherrscht uns alle die äußere Wirklichkeit. Ich gebe dir jetzt ein paar Beispiele, damit du das verstehst. Wenn dein Chef dich lobt, dann empfindest du Freude. Wenn dein Chef dich maßregelt, dann empfindest du Ärgernis oder Frust. Wenn du zu spät zu einer Verabredung kommst, ja, dann empfindest du einen Druck in der Magengegend. Wenn ein Autofahrer vor dir in die Lücke springt, dann empfindest du vielleicht Ärger oder Wut. Wenn dein Partner sich nicht so verhält, wie du es von ihm erwartest, dann fühlst du dich vielleicht gekränkt. Und wenn das Geld am Ende des Monats nicht reicht und die Rechnungen sind trotzdem da, dann spürst du Mangel in der Magengegend. Wenn, dann, das ist der Spiegel der äußeren Welt in deiner inneren Welt, in deiner Welt der Gedanken und Emotionen. Wenn dann, wenn etwas in deiner äußeren Wirklichkeit passiert, reagierst du darauf in deiner inneren Wirklichkeit. Du agierst nicht, du reagierst. Du reagierst auf deine Umwelt, auf Menschen, auf Situationen. Du reagierst auf die äußere Wirklichkeit. Und so reagieren Menschen fast den lieben langen Tag über mit automatisierten Verhaltensweisen und automatisierten Emotionszuständen auf die Ereignisse des Lebens, auf die äußere Wirklichkeit. Und je nach Ereignis fühlen sich die Menschen dann gut oder eben nicht so gut. Die innere Welt, also dein Gefühlszustand, der wird von deiner äußeren Welt kontrolliert. Und das ist wirklich so wichtig für den Prozess des Erschaffens deiner Wirklichkeit. Du kannst erst dann beginnen, deine äußere Wirklichkeit zu formen, wenn du aufhörst, wenn du Schluss damit machst, auf die äußere Wirklichkeit zu reagieren. Du wirst exakt an dem Tag beginnen, deine äußere Wirklichkeit, also deine Zukunft, zu formen, an dem du deine innere Wirklichkeit unabhängig von deiner äußeren Wirklichkeit machst. Das ist ein großes Geheimnis. Ich gebe dir gleich noch ein paar Beispiele, damit du das besser verstehst. Solange du deine Gedanken und Emotionen von den Einflüssen der äußeren Wirklichkeit kontrollieren lässt, dann bleibst du immer ein Opfer dieser äußeren Wirklichkeit. Solange du deine Gedanken und Gefühle von anderen Menschen, von Ereignissen, von der Welt da draußen abhängig machst, dann bist du gefangen. Dann bist du wie eine Marionette, die durch das Verhalten anderer Menschen oder durch die Ereignisse im Leben gesteuert wird. Ja, du hängst dann an Fäden und je nachdem, wie das Ereignis ist, da bewegst du dich völlig automatisiert. Du hast dann das Gefühl, also wenn du so lebst, und ich sagte, die meisten Menschen leben so, ja, wenn du so lebst, dann hast du das Gefühl, kein oder sehr wenig Einfluss auf dein eigenes Leben zu haben, auf der Stelle zu treten, nicht vorwärts zu kommen. Und auf diese Weise kannst du auch keinen Einfluss ausüben. Und aus dieser unbewussten Lebensweise, da entsteht dann meist eine Wirklichkeit, die mehr von Problemen und Herausforderungen gekennzeichnet ist, als von Erfolg und Erfüllung.
wenn du jetzt gerade in dem Moment, ja, wenn du jetzt gerade in dem Moment deine äußere Wirklichkeit betrachtest, also die Umstände, die du jetzt gerade hast, in denen du jetzt gerade lebst, dann wirst du erkennen, dass deine äußere Wirklichkeit, alles, was um dich herum ist, deine Lebensumstände, deinen vorwiegenden Gedanken und auch deinem vorwiegenden Gefühlszustand gleichen, wenn du deine Situation ehrlich betrachtest. Ich sag's nochmal, weil es wirklich so wichtig ist. Wenn du jetzt dein Leben betrachtest, dann ist dein Leben, so wie es jetzt nun mal gerade ist, ein Spiegelbild deiner vorherrschenden Gedanken und Gefühle. Denk mal darüber nach. Und warum muss das so sein? Weil deine äußere Wirklichkeit ein Spiegel deiner inneren Wirklichkeit ist. Weil du deine äußere Wirklichkeit mit Hilfe deiner inneren Wirklichkeit erschaffen hast. Auch wenn du das nicht weißt, ich erkläre dir heute, wie das genau funktioniert. Und solange deine äußere Wirklichkeit deine innere Wirklichkeit bestimmt und kontrolliert, da gibt es keinen Ausweg aus dem Dilemma. Da wirst du immer das Gefühl haben, keinen Einfluss zu haben, es geht nicht weiter. Da wirst du das Gefühl haben, dass sich die Vergangenheit immer wiederholt. Und das tut sie auch. Ich erkläre dir gleich, warum. Oder du kannst mich danach fragen, warum sich deine Vergangenheit immer wiederholt. Ich beantworte es dir, aber nur, wenn du es wissen willst. Deine Gedanken, die Bilder, die du in deinem Kopf hast, das sind nicht nur einfach Gedanken, nicht nur einfach Tagträume. Deine Gedanken, deine geistigen Bilder, die sind Teil eines kreativen Prozesses. Und kreativ sein heißt etwas erschaffen. Kreativ erschaffen. Das ist ein Prozess, der aus deinen Gedanken deine Wirklichkeit formt. Und zwar nach einem ganz bestimmten Muster, das auf ganz exakten Gesetzmäßigkeiten beruht. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die können wir uns zunutze machen. Und das machen wir natürlich hier in unserer Life Changers Mastermind. Deine Gedanken, die formen deine Wirklichkeit. Und gleich wirst du das vollkommen verstehen. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie selbst ihre Zukunft erschaffen, aber sie tun es in jeder Minute des Tages. Deine Gedanken sind ein kreatives Mittel, um deine äußere Wirklichkeit zu formen. Deine Gedanken sind Teil eines schöpferischen Prozesses und wir können diesen Prozess steuern und kontrollieren. Um diesen Prozess des Schaffens einer neuen, selbstbestimmten Wirklichkeit zu nutzen, musst du zuerst deine Sichtweise auf deine innere Welt verändern. Die Welt deines Verstandes, die Welt deiner Gedanken und Emotionen. Deine innere Welt musst du zuerst befreien. Die Fäden durchtrennen, die dich wie eine Marionette auf andere Menschen und auf die Ereignisse des Lebens reagieren lassen. Eine Grundlage, um dir das Leben wirklich nach deinen Vorstellungen zu erschaffen, ist, deine innere Wirklichkeit, also deinen Gefühlszustand, unabhängig zu machen von den Ereignissen in deiner äußeren Wirklichkeit. Und ich weiß, das ist nicht ganz leicht. Es ist einfach nur eine Frage des Trainings. Und du brauchst eine Anleitung und die bekommst du hier. Und wenn du dann gelernt hast, deinen Gefühlszustand von den Umständen und von anderen Menschen zu entkoppeln, also einen Cut zu machen, dann bist du frei. Dann bist du frei. Sobald du aufgehört hast, auf die Lebensumstände, Menschen und Situationen zu reagieren, dann kannst du beginnen zu agieren. Wenn deine Gedanken kreativ wirken und wenn deine Lebensumstände deinen vorwiegenden Gedanken entsprechen, was passiert dann, wenn du dich gerade über deinen Chef oder über deinen Partner ärgerst? Wenn deine Gedanken deine Lebensrealität formen, und das tun sie definitiv, was passiert dann in dem Moment, wo du beim Ansehen deines Kontoauszuges einen Druck in der Magengegend spürst und dann Mangel empfindest? Was passiert in dem Moment, wo du dich mit der Kollegin über Wehwehchen und Krankheiten unterhältst? Was passiert, wenn du dich hinter dem Rücken anderer Menschen in unschöner Weise über sie unterhältst? Ich weiß, du tust das nicht, aber vielleicht kennst du jemanden, der das tut. Ich sag dir, was dann passiert. Genau in diesen Momenten fokussierst du deine Gedanken auf Dinge, die du gar nicht magst, die du vielleicht sogar verabscheust. Und wenn deine vorwiegenden Gedanken ein Spiegel deiner Lebensumstände sind, denk jetzt bitte mit, das ist so wichtig.
Wenn deine vorwiegenden Gedanken ein Spiegel deiner Lebensumstände sind, dann schaffst du dir mit jedem traurigen Gedanken ein Stück trauriger Zukunft. Du erschaffst dir mit jedem Mal Mangel spüren und Sorgen machen, mehr Mangel und mehr Sorgen in deiner Zukunft. Du erschaffst dir mit jedem Mal Ärgern, mit jedem Mal neu frustriert sein, mehr Ärger und Frust in deiner Zukunft. Und wenn dein gedanklicher Fokus auf Wehwehchen und Krankheiten gerichtet ist, dann schaffst du in diesem Moment das Gegenteil von Gesundheit für dich. Ich muss dich jetzt mal fragen, bist du noch bei mir? Hast du bis hierher alles verstanden? Habe ich mich klar ausgedrückt? Schreib das mal in den Chat. Menschen, die oft über Fülle reden und nachdenken, die leben in Fülle. Vielleicht ist dir das schon mal aufgefallen. Und Menschen, die oft über Armut, über zu wenig Geld, über offene Rechnung nachdenken und dabei Mangel empfinden, die leben in Mangel. Und die schaffen sich durch diesen Fokus auf Mangel immer mehr Mangel. Das ist mit gesunden Menschenverstand nachzuvollziehen. Und Menschen, die viel über Krankheiten reden und nachdenken, die haben sie auch. Menschen, die sich vorwiegend auf die negativen Aspekte ihres Partners fokussieren, also auf die Aspekte, die ihnen nicht gefallen, die haben keine glückliche Partnerschaft. Menschen, die vorwiegend traurige Gedanken denken, die führen vorwiegend ein trauriges Leben. Es kann nicht anders sein. Deshalb ist es so wichtig, deshalb ist es so unerlässlich, deinen Gefühlszustand von den äußeren Umständen unabhängig zu machen. Wenn du das eine Weile trainierst, und das tun wir ja hier in der Life Changers Mastermind, dann wirst du feststellen, dass deine früheren Reaktionen auf die Umwelt, also all der Ärger, all die miesen Gefühle, sogar Eifersucht, all die miesen Gefühle waren unnötig. Sie waren unnötig und sie haben nur miese Gefühle für dich produziert. Und zusätzlich haben sie deine Lebensqualität so sehr eingeschränkt. Und das muss alles nicht sein. Und vielleicht fragst du dich, ja, aber wie hilft mir jetzt all das wertvolle Wissen, was ich hier bekomme, in der Praxis meines Lebens? Ja, wenn dein Partner etwas sagt, was dir missfällt, wenn dein Chef nicht besonders freundlich zu dir ist, wenn der eilige Autofahrer in die Lücke vor dir springt, dann ist das in dem Moment die Realität. Und die Realität, die ist so, wie sie ist. Und in dem Moment, wo sie da ist, da kannst du sie nicht mehr verändern. Die steht fest. Da hilft weder Ärger noch Zorn noch Traurigkeit noch Frust. Im Gegenteil. All diese kraftzehrenden Gefühle, die machen für dich alles noch schlimmer. Wenn du dir angewöhnst, die Realität immer so zu akzeptieren, wie sie nun mal ist, dann ist Ärger, Frust und sogar Traurigkeit völlig unnötig. Manchmal, da erwische ich mich selbst im Straßenverkehr, wie ich so einen ganz kleinen Anflug von Ärgernis bekomme, wenn ein anderer Autofahrer sich verantwortungslos verhält und fährt und andere Menschen damit gefährdet. Und das ist doch auch ärgerlich, oder nicht? Nein, das ist nicht ärgerlich. Das ist einfach so, wie es ist. Ja? Ein anderer Mensch, der fährt einfach nur verantwortungslos, das kommt manchmal vor. Es ist eben, wie es nun mal ist. Ich kann daran nichts ändern. Ich kann nur meine Reaktion darauf verändern. Ich kann mich selbst fragen, ja, der springt mir da in die Lücke und dann bremst der auch noch. Und wenn ich nicht aufpasse, dann sitze ich ihn hinten drauf. Und dann könntest du dir sagen, erstmal tief durchatmen. Ja, warum sollte ich mich ärgern? Erstmal fühlt sich das nicht gut an. Das macht mir Runzeln auf der Stirn. Das schwächt mein Immunsystem. Das lässt mich schneller altern. Lässt mich nicht mehr klar denken. Nein, sowas will ich nicht. Das will ich nicht. Ich kann genauso gut lächeln. Tief durchatmen und zu mir selbst sagen, oh, der scheint es eilig zu haben. Da mache ich lieber mal Platz. Ich bin ein verantwortungsvoller Fahrer. Ich fahre sicher. So, das war's. Das könnte dein neues inneres Selbstgespräch sein. Ja, und wenn du Fragen hast für bestimmte Situationen in deinem Leben, wie du da reagieren kannst, in deinen Gedanken, dann kannst du mich gleich in der Fragerunde fragen. Mir hilft's immer, wenn ich selbst zu mir sage, es ist, wie es ist. Die Realität ist, wie sie nun mal ist. Es ist, wie es ist. Und es bleibt auch so, wenn ich mich grün und blau ärgere. Und es bleibt auch so, wenn ich frustriert bin. Das bleibt auch so, wenn ich traurig darüber bin. Und auch beschweren oder aufregen hilft gar nichts. Und wenn es sowieso so ist, wie es ist,
dann kann ich auch in Ruhe durchatmen und lächeln. Und das kannst du auch. Und das ist so befreiend, ja. Und das ist das Entkoppeln deiner inneren Welt von der äußeren Welt. Auf die Realität, die da ist, hast du keinen Einfluss. Ich auch nicht. Aber worauf du Einfluss hast, ist deine Realität von morgen. Und das ist deine Zukunft. Deine Realität von morgen kannst du heute formen. Und zwar mit der Kraft deiner Gedanken. Wenn du es schaffst, deine Reaktion auf den unfreundlichen Chef, auf den egoistischen Partner, auf den eiligen Lückenspringer selbst zu bestimmen, selbst zu bestimmen, wie du reagieren möchtest, dann erkennst du ganz eindeutig, dass all der Ärger, der Frust und die miesen Gefühle in deinem Leben unnötig waren. Völlig unnötig. Und du erkennst dann auch, dass du immer selbst der oder diejenige warst, die für diese unangenehmen Emotionen verantwortlich war. Ich sag's dir nochmal, vielleicht magst du mich jetzt nicht mehr, aber damit muss ich leben. Du allein hast dir all deine miesen Gefühle in deinem Leben verursacht. Nicht die Menschen da draußen, nicht deine Umwelt, nicht die Ereignisse des Lebens. Du allein. Und wenn du das erkennst, ja, dann wirst du auch erkennen, dass alle miesen und frustrierenden und ärgerlichen Gefühle dein Leben nur unnötig dunkler und grauer machen. Kein anderer Mensch kann dich ärgern. Keine Situation in deinem Leben kann dich wütend machen. Das kannst nur du allein. Du kannst aber dich jederzeit bewusst entscheiden, wie du auf die Menschen und auf die Situation in deinem Leben reagierst. Ich weiß, so zu denken hat uns niemand beigebracht. Wir alle müssen das lernen, wenn wir ein wunderbares Leben leben wollen. Und ich glaube, das will jeder von uns. Gestern war gestern, das war die Vergangenheit, daran können wir nichts mehr ändern, also halten wir uns nicht an der Vergangenheit auf. Wir wollen unsere Zukunft formen. Und wenn deine Lebensumstände eine Folge deiner vorwiegenden Gedanken von gestern sind, dann erschaffen die Gedanken, die du vorwiegend heute denkst, dein Leben von morgen. Das ist gut nachzuvollziehen, hoffe ich. Denkst du heitere, fröhliche, wohlwollende, liebevolle oder dankbare Gedanken, dann fühlst du dich dementsprechend gut, ja? Deine Gedanken ziehen immer die entsprechenden Emotionen nach sich. Und wenn du positive, konstruktive Gedanken denkst, dann fühlst du dich gut. Und in dem Moment, da erschaffst du ein Stück deiner Zukunft, in dem du dich wohlfühlen wirst. Und in jedem Moment, wo du ärgerliche, missgünstige, destruktive, sorgenvolle oder traurige Gedanken denkst, da fühlst du dich dementsprechend mies, deine Lebensqualität leidet darunter und zudem schaffst du ein Stück deiner Zukunft, in der du nicht gern leben willst. Viele destruktive, schmerzhafte Gedanken und Gefühle, die schaffen eine dunkle und graue Zukunft voller mieser Gefühle und das willst du nicht. Gedanken, die du mal denkst, ja, die wenig Emotionen hervorrufen, das sind schwache Gedanken, die haben wenig Einfluss auf dein Leben von morgen. Kleinen Moment. Also die schwachen Gedanken, bei denen du keine Emotionen fühlst, die haben fast keinen Einfluss. Aber wiederholt gedachte Gedanken, begleitet von hoher Gefühlsintensität, das sind mächtige, kraftvolle Gedanken, sowohl im positiven Sinne als auch im negativen Sinne. Diese kraftvollen Gedanken, die formen dein Leben von morgen. Und du selbst kannst hier entscheiden, was du denkst. Du kannst ja nicht bestimmen, welche Gedanken in dir auftauchen. Ja, das kannst du nicht bestimmen. Aber du selbst kannst immer entscheiden, wie du auf diese aufploppenden Gedanken reagierst. Stell dir vor, deine Gedanken, die du denkst, die werden immer, jeden Tag, pass jetzt auf, das ist wirklich so, so wichtig, ja, pass jetzt auf. Stell dir vor, deine Gedanken, alle Gedanken, die du den Tag über denkst, die werden unterschieden zwischen konstruktiven, positiven Gedanken, die sich gut anfühlen, ja, die dir Energie geben, und destruktiven Gedanken, negativen Gedanken, die sich mies anfühlen, die dir Energie stehlen. Und jeder einzelne Gedanke, den du täglich denkst, wird in einer von diesen beiden Kategorien eingeordnet. Ja, und für jeden negativen Gedanken, der dir miese Gefühle verursacht, da musst du ab jetzt 5 Euro Strafe zahlen. 5 Euro Strafe für jeden miesen negativen Gedanken, der dir miese Gefühle macht.
Für jeden Gedanken 5 Euro musst du zahlen. Und für jeden positiven Gedanken, der dich gut fühlen lässt, den du denkst, da bekommst du 5 Euro. Und ich denke, wenn das so wäre, und im Grunde genommen ist es fast so, aber der Preis, der ist noch viel größer als diese 5 Euro. Ich denke, wenn das so wäre, 5 Euro Strafe für jeden Gedanken, der dich mies fühlen lässt und 5 Euro Gutschrift für jeden Gedanken, der dich gut fühlen lässt, dann würdest du ganz, ganz schnell lernen, die Gedanken zu denken, die dich gut fühlen lassen und gleichzeitig 5 Euro einbringen. Und du bräuchtest dann nicht mal eine Strategie dafür und du würdest ganz schnell selber dahinter kommen, wie du die 5 Euro Strafe für jeden negativen Gedanken vermeidest. Ja? Und genau das ist eines der großen Geheimnisse. Je schneller du das lernst, desto schöner und leichter und erfolgreicher wird dein Leben. Und je länger und intensiver du das lernst, desto besser wirst du im Lenken deiner Gedanken und desto wunderbarer, erfolgreicher und auch erfüllter wird dein Leben. Und wenn das bis hierher hilfreich für dich war, dann gib mir mal bitte dein Feedback in den Chat ein.